So läuft es. Jawohl. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Ja, also wie wir sagen, ja, da ist was online. Challenge könnten wir noch mal einmal versuchen, wenn wir wirklich wollen. Aber das ist nicht. Warum? Okay, ist jetzt die Frage. Wollen einladen oder nicht einladen? Einer ist ja beschäftigt, ein anderer nicht. Warten wir erstmal ab. Offenbar ging er wieder on und jetzt muss ich mal schnell Spiel machen. Off. Das heißt, wir machen mal wieder mit dem Fremden. Ach du liebes bisschen, was geht hier gerade ab? Voll ein starkes Kampfholz. Okay, der Poison war jetzt irgendwie nicht so perfekt. Aber die Prinzessin ging down. Okay. Minenwerfer? Alles klar. Klar, ein Feuerball. Zieht er das Ganze noch zusammen. Ja, das macht jetzt den Turm Schaden. Klar, Riesenskelett geht voll auf den Prinzen zu. So, da hat man noch geschafft zu protecten, aber der Schaden, ob wir das überhaupt noch ausgeglichen bekommen, ja, das ist ja noch fraglich. Schon wieder Minenwerfer. Aber auf rechts geht schon Schaden ein. Klar, Minenwerfer. Klar, was war das denn bitte schön für ein Gift von mir? Ein so perfekter. Vorher war das auch noch so was von der Geschlecht. Aber nicht wirklich den Elektromagier getroffen. Schweinereiter. Nein, setz doch nicht die Skelettarmee. Die wird doch gewonnen-hittet. Das war so dumm. Banditin hat den Sprintschaden geschafft. Wurde aber danach weggezogen. Ach nee, was ist gerade nur los hier in dieser Runde? Okay. Dieser Minenwerfer, der ist aber auch gerade wirklich Level 11 und wirklich gut. Zu gut für den Gegner. Na, was für eine Niederlage. Ich wechsle mal mein Deck. Wir wählen mal hier sowas hier. Also ein Deck, ja, was so einerseits auch einen kleinen Tank enthält, wie ein Ritter, wie ein paar Wächter, falls mein Holzküt, also das Schild besteht. Eisgolem zur Ablenkung und zur kleinen Tankung. Prinzen, Scharfrichter, Gift und Sepp. Plus ein paar Fledermäuse. Das wird wahrscheinlich ein bisschen spaßig. Dann springen wir uns wieder in den Duo-Kampf. Und wir haben einen Partner, den wir supporten müssen. Golem. Eisgolem. Hat ja jetzt wohl echt nichts gebracht, sozusagen. Der Prinz einerseits von mir, der hat sich jetzt mega gelohnt, weil der Magier nicht dadurch auf den Turm gegangen ist. Der Klon war schlecht. Ah, die Hexe. Nun sind wir wieder im Nachteil.
voll unter. Ein Eisgolem. Lass mal wieder kommen. Fledermäuse mal reinbringen. Ja, der Preußen war jetzt nicht wirklich gut. Und das war sogar schon der erste Turm. Ist doch wohl das echt nicht gut. Ja, klar. Wer tut das Ganze noch? Das wird alles eh drauf gehen. Riesenskelett, kann ich jetzt ablenken? Komm, Eisgolem, lenk das Riesenskelett ab. Und Tornado, bitte zieh ihn nicht so weg, dass er nicht mehr auf den geht. Naja, das mit dem Riesenskelett ablenken hat so gut funktioniert irgendwie. Trotzdem hat der Ballon Schaden gemacht. In nicht guten Ausmaß. Jetzt kommt noch ein Friedhof und jetzt haben wir das richtige Riesenproblem. Weil wir müssen es irgendwie abwehren. Ah, Eisgolem, bitte. Verteidige es noch. Ja, gut, abgelenkt hat er. Tränkt er noch ein bisschen durch. Wächter. Der Golem ist zwar dran, aber das reicht nicht. Ja gut, die Wächter auch. Das wird schon wieder eine Niederlage. Voll und ganz. So, springen wir mal in diesen Kampf. Mal gucken, wie es läuft. Okay, die Hand des Teammates gefällt mir jetzt einerseits etwas. Eisgolem zur Ablenkung. Gut, der Bombenmeister habe ich jetzt nicht auf was anderes gegangen. Hat jetzt die Bombe nicht geschafft zu werfen. Klar. Und jetzt rage das noch. Zwei Ritter. Voll abgewehrt. Noch ein paar Elite-Barbaren, die aber etwas schwächer sind als die davor. Gehen voll drauf. Gift hat auch noch Schaden gemacht. Einmal mit den Wächtern. Ja, hoffentlich kriegt es dadurch einen Griff. Hat es auch. Kobold, was im Spiegel. Goblin Game. Und jetzt spielt er noch den Magier da aus. Ich hätte dagegen schon was anderes ausgespielt. Ja, der Riese kommt jetzt an. Drei Hits. Wirklich viel. Der Klassiker ist wieder da unter diesen Karten. Der Inferno-Turm. Toll. Abwehrnot. Eisgolem. Oh, bitte. Oh, gut. Wächter. Du bist der Held. Du bist der Held, Wächter. Klar. Wieder, dass mal wieder ein Schweinreiter Level 9 kommt. Ach, der Turm ist weg. Komm, stirb, Inferno-Turm. Ah, toll. Jawohl, der Turm ist auch weg. Die überleben anscheinend ein Sicht-Level 4 Skelett-Armee Level 6 oder sowas. Denke ich, dass es so ist.
Aber die Wächter haben es da unten gut unter Kontrolle gekriegt. Double Holz vom Teammate. Allerdings haben wir zwei Schweinereiter. Der eine ist jedoch nicht rangekommen. Okay. Was tun? Wächter. Toll. Ganz toll. Richtig heftiger Druck. Okay. Toll. Der ist dran. Der Turm ist weg. Aber gerade mal so eine Krone wert. Eine war es wert. Wird Zeit auch mal wieder ein bisschen was anderes zu zocken. Shopstechnik, 50 Karten, dann können wir nicht auf Level 8 machen. Nein, wollen wir nicht. Aber gut, wäre dann eine Menge Gold, die wir dafür ausgegeben hätten, aber nein. Komm, können wir noch sparen irgendwie. Da besteht immer noch der Golemals-Anfrage und ich habe noch keinen gekriegt. So, nehmen wir jetzt mal den Riesen mit. Ja, wechseln wir etwas im Deck aus. Ja, der Scharfrichter. Wirklich schon eine starke Alternative. Den sollten wir ja wohl mitnehmen. Den Prinzen. Ja, den konnten wir auch mitnehmen. Aber nee, komm. Minenwerfer können wir auch gut. Duo-Kampf ist ja wirklich eine gute Support-Technik. Rambock. Frage verbessern. Und dann mitnehmen. Naja, komm. Nicht wirklich. Wäre zwar eine schöne Alternative. Nein, nein. Nicht den Mini-Packer. Was für eine Karte könnten wir mal wieder spielen? Den Rage hatte ich nicht mit. Nur nicht die Hexe. Allerdings ist sie Level 3. Singen. Nee. Ach komm, nehmen wir mal einen Sparky mit. Dürfte schon irgendwie schief gehen oder so. Glasrohr Kobold. Gegen die Wächter. Dann nehmen wir noch den einen Elixier Eisgeist. Statt die Fledermäuse. Mal gucken, ob das klappt. Okay, mein Teampartner hat offenbar Lavaloon. Ah, toll, er hat es mehrfach zurückgesetzt. Sparky, nein. Es ist voll tief gegangen, voll im Nachteil. Mini-Bäcker. Und das geht noch mehr als schief, weil ich kann jetzt gerade echt schlecht was machen dagegen. Und dran. Ah, oh, nee, wenn das so weitergeht, wird das ein Free Crown Sieg für die Gegner. Meine Starthand hat echt nichts Gutes. Nicht Holz Level 3. Mindestens gut, dass es gerade im Duo-Kampf passiert und nicht im Einzelkampf. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Ja gut, der Teammate, der hat jetzt auch ein schöneres Deck. Riese und Sparky zum Support vielleicht. Setz doch was zur Verteidigung.
Okay, der Sparky. Die sind in Reichweite des Sparkys. Ich muss zappen. Scheiße. Ah. Nee, komm. Jetzt lebt er noch. Jetzt muss ich ja was machen. Ja, voll geopfert. Ja, nee. Jetzt ist er dran. Jetzt war... Nee. Das ist doch jetzt scheiße. Ganz und voll. Ich kann echt vielleicht was machen. Ich muss ein anderes Deck nehmen. War offenbar nicht gut, was ich mir da zusammengestellt habe. Ein Hit. Ich muss zappen. Fire Spirits. Ja, zwei sind draufgegangen. Der Ice Boat war nicht perfekt. Darf so nicht enden. Komm, vernichte den Hawk Rider! Oh. Wir wollen natürlich auch noch zurückschlagen. Jawoll! Ach, scheiße. Komm, Ballon. Ballon, Ballon, Ballon. Scheiße. Oh, mein Gott. Oh nein. Oh nein, das wird Recrown. Das wird Recrown. Ist doch wohl wahr. Genau das wollten wir irgendwie verhindern. Und nun ist es passiert. Und jetzt wollte ich noch einen Turm haben. Und das ist nicht gelungen. Ah, Leute, ich nehme ein anderes Deck. Ach, ich glaube, vielleicht könnte es jetzt was werden. Na gut, ja, drei Musketieren sind jetzt auch wieder. Einmal wieder mit von der Partie. Ah, nee, wir wollen doch mal die Kronentruhe mal haben hier. Jetzt bitte enttäusch mich nicht, Teampartner. Erste Riese. Wohin? Das Holz hat sich ein bisschen so... Oh, Ofen Level 9. Nicht schlecht. Sparky voll in der Sache. Ja, komm. Na, oh, zieht der das noch zusammen? Der Sparky hat zwar nicht... Aber Megalakai. Megalakai! Oh Gott. Er hätte es beinahe geschafft, da rauszuziehen. Dass die nicht vom Holz getroffen worden wären. Ja, hier ist ein hübscher Minenwerfer, Minenwerfer. Toll. Voll die Banditen noch kurz nach dem Freeze. Und dran. Und der Minenwerfer macht auch Schaden. Das ist doch jetzt mal endlich was wert hier. Jawohl, hast den Riesen gut beschützt und mein Glasrohr-Goblin lebt immer noch. Oh ja, das wird ein Turm. Oh Mann, ich bin jetzt wieder voll in Fahrt mit diesem Deck. Mein Teammate ist auch diesmal gut. Oh, der Ofen. Der macht wirklich gerade Druck. Ja, wir sehen nicht, Sparky, diese Pest auf Rädern. So. Wenn man welche von Sparky Hassan da redet. Wer weiß aber auch, welche gibt, die Sparky hassen. Einerseits vielleicht abwehrbar und zu einem, und für die anderen auch. Oh! Warte jetzt mal. Ja.
Punkt. Da hat er eben zwei Minenwerfer oder drei Minenwerfer auf dem Feld. Vom Gegner oder von mir. Also verschieden. Sparky auch schon wieder da. Aber natürlich ist auch hier eine Musketiere auf die Gegenseite gegangen. Oh. Ja, diese Tank noch für den Bogenschützen. Zwei Minenwerfer vom Gegner, einmal Level 8 und der andere ist Level 12. Aber das ist gerade so interessant. Minenwerfer hat der gegnerische Minenwerfer hat meinen zerstört. Aber trotzdem Sieg. Also das war wirklich ein Hammer-Spiel. Nein, ihr wisst, wovon ich rede. So, ich mache jetzt mal die Crown Chest voll und dann sehen wir uns wieder, wenn wir sie öffnen wollen. Und sie ist voll. Was bekommen wir? Gold, 3 Gems, Mini-Packer, Fledermäuse. Oh! Wir können bald die Kobold-Tüte auf Level 8 machen. Interessant. Ja, also, das soll es erstmal gewesen sein. Hier nochmal ein paar Highlights in doppelter Geschwindigkeit, die ihr jetzt nicht sehen konntet, von den Kämpfen, die ich jetzt bisher bestritten habe. Ja gut, also in voller Länge jetzt gerade erstmal gesagt. Ja, was ich sagen wollte ist, falls dieses Video euch gefallen hat, dann lasst natürlich auch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Schreibt gerne auch was in die Kommentare, falls es euch gefallen hat. Ja, würde mich über jede Unterstützung freuen. Also quasi nicht über jede Unterstützung. Das sei jetzt anders formuliert. Ups. Ja, was soll ich sagen? Ich würde mich freuen, falls es euch wirklich gefallen hat und ich dadurch wirklich euch damit unterhalten habe. Ja. Erstmal das Feeling von dem Kampf, woher ich denn jetzt die letzten Kronen habe. Hier mein Heal-Spell, der wirklich nützlich war. Hier sehen wir in doppelter Geschwindigkeit die Action hier in der Arena. Mit dem Holz, damit es nicht so lange wird. Einfach jetzt mal die doppelte Geschwindigkeit. Nicht, dass es dann noch auf die 30 Minuten Spanne hier dieses kurzen Videos ja natürlich hat. Und der läuft einfach weiter, die anderen stehen. Ja. Highlight des ersten Fightes. Ja, was haben wir denn noch hier für Highlights? 3, 1, 2, 1. Wir nehmen das. So. Wir nehmen hier jetzt noch erstmal noch die letzten paar Highlights. Nicht, weil ein Einzelgrad mir da macht. Geht um zu schnell. Aber man muss hier genau sehen, was hier abgeht. Der Blasto-Goblin, der Held des Tages, der verhindert hat, dass der Turm gefallen ist. Ey, ich will dahin, sagt sich mal das lustige Minenwerfer. Schubst einfach meinen Scharfrichter zur Seite. Da kommt einfach mein schönes Kampfholz. So, gewährt es genau den Minenwerfer noch einen weiteren Hit. Der Bogenschütze hilft da natürlich gut. Das Deck habe ich ja auch schon wieder geändert und etwas, wir sehen es ja. Banditen 3 Musketieren Stil mit Heal Spell. Jetzt mal die doppelte Geschwindigkeit.
wird in Highlight-Zeitspanne sehr halb, weil da kommen zwei Golems, die kompliziert sind. Und dann hatten sie sich genau zum anderen Golem gedreht und haben damit geholfen. Was für eine Unterstützung von den drei Musketieren. Wieder doppelte Geschwindigkeit. Und da sehen wir es, wie es hier abgeht. Es geht hier einfach nur zu sehr ab. Und der Turm war gefallen. Das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Highlight. Ja, also was soll ich sagen? Das war's. Haut rein!